Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu Let's Go Evoli. Es steht da Ende mit dem Flui. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Das Ende ist nah. Ja, das Ende, weißt du, ein Part zu anzufangen mit Ende ist auch geil, oder? Das kann man machen. So, komme ich da jetzt eigentlich weiter? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war so. Das weiß ich nicht. Das ist dein Spiel. Das ist mein Spiel. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Denke ich. Denke ich. Hoffe ich. I think so. Spielst du abgestürzt? Alles nochmal von vorne. Hier geht's noch weiter. Gott. Ich habe jetzt ein bisschen die Switch so ein bisschen rübergeschoben und nur plötzlich ging das Spiel weiter. Okay. Interessant. Oh. Flui hat ein Geschenk für dich. Das ist aber lieb. Ja, das ist die Zusammenfassung. Der sorgfältig und mit viel Mühe für einen ganz besonderen Trainer gesteckt wurde. Das ist so traurig. Ich bin die ganze Zeit am Jammern oder so. Das ist schlimm. So, also, wir beginnen die Story nochmal von Anfang. Wir haben hier ein Pokémon, das auf dem Kopf, das heißt Evoli. Wir haben es Flui genannt und wir machen dementsprechend jetzt hier ganz, ganz viele Sachen, die man tendenziell eigentlich nach der Top 4 macht. Es gibt so viele Sachen eigentlich, die man noch nach der Top 4 machen kann. Man kann zum Beispiel gegen Meistertrainer antreten. Das tun wir hier in diesem Kanal nicht. Ah ja, stimmt, diese Meistertrainer gibt es ja auch noch. Es gibt einen sehr, sehr, sehr starken Trainer in diesem Spiel. Gegen den treten wir auch nicht an. Dafür müssen wir insgesamt 6 Meistertrainer besiegen. Da wir die 6 Meistertrainer nicht besiegt haben, hat sich das damit erledigt. Die anderen Sachen habe ich alle vorzumachen. Online-Bitches. Online-Bitches. Hallo, ich bin's. Ich schätze mal, er ist oben, oder? Danke. Hey, Emon. Ich komm mal hoch, ja? Nein, ich bin nackt. Ja. Überleg mal, du hast einen weiblichen Protagonisten. Morgen, Champ von Kanto. Ja, gefällt es dir, so angesprochen zu werden? Gewöhnlich besser nicht allzu sehr an den Titel. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört er ruckzuck mir. Aber das ist erstmal egal. Hast du schon von dem super starken Pokémon gehört? Muss ich haben. Ich wusste doch, dass dich das reizen würde. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azuria City gesichtet. Angeblich hat es sich dort in einer Höhle versteckt. Was sagst du? Gehen wir es suchen? Wer zuerst fängt, gewinnt. Ja, wir fängen es aber als nächstes als erstes. Wir machen was anderes als erstes. Denn wie ja eben erwähnt, wir werden die Story einfach nochmal spielen. Ja, was der immer auch nicht gesagt hat, wir vollständigen auch nicht die Pokédex, oder? Nein, das hatten wir. Nein. Stimmt, das hätte ich auch noch sagen müssen. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Du kannst jetzt überall auf dem Rücken von Glurok, Aerodactyl und Dragoran durch die Lüfte fliegen. Hey, ich weiß, du genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Axel von Route 1. Ach ja, der. Nein. Du nicht? Ich schon. Also der war, weißt du, der einzige Zuschauer, der von Folge 1 bis jetzt hier dabei war. Ist traurig, oder? Ja. Die anderen, die jetzt sagen so von wegen, ey, Folge 1 habe ich auch geguckt und bis jetzt auch, schaut euch das nochmal an, dann sehe ich das. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich eine ganz tolle neue Nachricht für dich. Überall in Kanto sind Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Haben wir eben erwähnt, das sind die Trainer, die im Endeffekt sich auf ein Pokémon spezialisiert haben. Und davon müssen wir einige besiegen, um den ultimativen Trainer hier in diesem Spiel freizuschalten. Das machen wir aber nicht. Wenn ich das jetzt noch privat spielen würde, das Spiel, würden wir definitiv da noch hingehen. Aber ich denke mal, das Let's Play dauert schon ein bisschen länger und ich denke mal, alle werden damit zufrieden sein, wenn wir das jetzt einfach nicht machen. An deiner Stelle würde ich mich
für den Anfang an den Evoli-Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo auf dem Pokémon-Weg. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Was? Irgendwo auf dem Pokémon-Weg? Was ist denn das für eine Beschreibung? Ja, das ist das gleiche wie, wo befindet sich der Bahnhof da lang? Weißt du? Nee, wo befindet sich der Bahnhof? In der Stadt. Ja, also, wir haben zwar sehr viele Pokémon gefangen, ja, wir haben auch sehr viele Pokémon tendenziell können wir auch interessanterweise eigentlich fast alle hier irgendwie hochpushen, dass sie hier die Endentwicklung erreichen. Das Problem ist bloß dabei, einige Pokémon können wir in dieser Edition nicht kriegen. Kriegen wir nur in einer anderen Edition. Und der Flui ist ja jetzt nicht jeden Tag hier. Dementsprechend kriegen wir das leider auch nicht hin, dass wir jetzt irgendwie hier alle Pokémon kriegen. Aus dem Grund ist das so, dass wir hier die Pokédex definitiv nicht vervollständigen. Wir haben aber viele Pokémon gekriegt. Ja. Muss man einfach auch mal sagen, wir haben 107 Stück gefangen. Also das ist schon eine Leistung, auch wenn wir hier einige Pokémon nicht gesehen haben. Aber das werden wir noch nachholen mit den Pokémon, die wir nicht gesehen haben. Wir haben 3 Stück nicht gesehen, unter anderem die Weiterentwicklung des Paras. Das können wir jetzt auch mal vielleicht machen gleich. Das Pokémon hier und das letzte. Das Pokémon hier, das werden wir, glaube ich, der letzten oder der vorletzten Folge kriegen. Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen Insider-Wissen mittlerweile. Ja, das liegt einfach daran, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, weißt du. Dann irgendwann hast du auch Insider-Wissen. Aber Insider-Wissen? Ja, Insider-Wissen. So, und joa. Ich kann ja auch sagen, die Weiterentwicklung von Paras, die werden wir auch. Die werden wir auch noch sehen, jupp. So, das waren noch Zeiten, wo man hier einfach hier lang gegangen ist, ne, Geowatz? So, hier stand der Knirps. Hallo, Geowatz. Was hast du denn da Tolles gefunden? Na, was hast du denn alles gefunden? Eine Himbeere. Das ist schön. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich verstehe das Pipi in den Augen. Ja. Warum läufst du jetzt eigentlich? Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Also tendenziell können wir den ganzen Weg hier ablaufen. Es wäre bestimmt lustig, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Shiny-Pokémon kriegen, ist gleich null bei mir. Ja, muss man auch ein bisschen Shiny-Hantik machen. Ja, genau. Machen wir hier an diesem Let's Play auch nicht, für die Leute, die sagen so von wegen, machst du das? Nein. Machen wir auch nicht. Denn wir müssen jetzt in die gewissen Städte, wo wir jetzt die Arenen haben. Wir gehen als erstes natürlich nach Mamoria City, da haben wir auch unsere ersten Orden her und dementsprechend gehen wir jetzt dorthin. Aber Ilmon, was willst du denn bei der Arena? Du hast doch eine Arena. Ja, das habe ich, aber ich möchte trotzdem nochmal die Arena-Ordenmarkkriege gewinnen, weil einmal ist kein Mal, weißt du, wir wollen ja nochmal Champ werden. Deswegen. So, aber Ilmon, die Pokémon sind doch so underlevel. Ja, deswegen, das wird lustig. Das wird jetzt richtig lustig. Deswegen, wir versuchen einfach unser Glück mal, wir machen mal ein paar. Okay, eigentlich habe ich gehofft, dass Ilmon das ein triggert, sondern es gibt eine Arena-Leiter-Rematches, auch Pokémon-Liga-Rematches. Und die werden wir jetzt in der nächsten Zeit machen. Und das komische, geheimnisvolle Pokémon, das Rufus erwähnt hat, das werden wir dann auch noch zu eines Tages. Eines Tages, irgendwann. Richtig. In der letzten Folge, wahrscheinlich. In der letzten Folge. Also, tendenziell können wir auch überlegen, ob wir wieder Carpador mitnehmen. Aber ich glaube, unser Team steht. Und ich würde mal sagen, dass wir mit dem auch hier fighten. Ja, Beginnen mit Lapras, würde ich mal sagen. Schließlich haben wir ja schon letztes Mal erfahren, dass unser Freund Rocco hier gerne mal Gesteins-Pokémon hat. Ab und zu mal. So, hier haben wir eine Meistertrainerin. Und diese Meistertrainerin ist spezifisch auf Dufloor. Das heißt, wenn ihr ein Dufloor habt und sagt so von wegen, euer Dufloor ist das geilste Dufloor, was es überhaupt gibt, dreht gegen sie. Wenn ihr gegen sie gewinnt, kriegt ihr den Titel Meistertrainer oder Meistertrainerin Dufloor. Und ihr müsst insgesamt 6 Pokémon kriegen, damit ihr dann den ultimativen Krähe-Trainer als Gegner kriegen könnt. Klingt logisch, ne? Ja. Gut. Ja. Da ist ein Pokéball. Habe ich den damals übersehen? Scheinbar. Oh Gott. Oh Gott, ist das grausam. So. Hi. Ganz wie ich mir gedacht hatte, du hast definitiv das Zeug dazu, Champ zu werden. Ich bin Champ. Genau. Das hier ist die erste Arena. Man sieht es dir zwar nicht an, aber du hast jede Menge Mumm. Okay. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco.
Warum redest du eigentlich nochmal mit den Kiddies? Warum nicht? Soll ich nicht? Gut, dann gehe ich halt zu ihm direkt. Du hast dich ganz schön gemacht seit unserer ersten Begegnung. Jetzt, wo du die Pokémon-Liga bezwungen hast, habe ich eine Bitte an dich. Es ist Arena-Leitern gestattet, den Champ zu einem Kampf herauszufordern. Würdest du noch einmal gegen mich antreten? Ich will dir zeigen, was wirklich in mir steckt. Jo, klar, gerne. Hau raus! Zeig, was du kannst. So, Arena-Leiter Rocco. Arena-Leiter Rocco fängt mit Onix an. Das kennen wir ja schon bereits. Ja. Das wird ja nichts schwer. Lapras. Das schaffst du, Lapras. Level 56, das sollte zwar ein bisschen schwieriger werden, aber das kriegen wir schon hin. Steinhagel, das kennen wir irgendwoher. Das Dilemma mit dem Steinhagel kennen wir von der letzten Folge, von der vorletzten Folge. Ja, vorletzten Folge. Das war ein Dilemma, du. Mhm. Aber hey, Onix ist mit einem Schlag fertig. So. Du gibst richtig schön Nebel. Da würde ich auf. War das der mit Wasser oder? Der war Wasser, ne? Ja, aber irgendwie habe ich immer in Erinnerung, dass der eine Typ Pflanze noch drin hat. Ich glaube, das ist eine Pflanze oder sowas, aber kann auch Wasser sein. Oh nee. Der hatte doch eigentlich Pflanze mit drin. Ich kann mich nur erinnern, dass Kaputops irgendwie so gefährliche Pflanzenattacken haben. Vielleicht verwechselst du das gerade mit Lilie. Möglich. Wir saugen es aus. Steinhagel. Kennen wir irgendwo her. Jo. Dann hat's doch Wasser. Siehste? Das wollte ich gerade sagen. Siehste, das ist Platz. Ich weiß nicht, ob er Wasser hat. Ich weiß noch, dass er einen Zweityp hatte. Ich weiß, dass Ammonitas Wasser eins war. Aber Kadutops war ich mir nicht sicher. Ja. Genau, der hat nämlich Wasser noch mit drin. Genau, Amoroso ist das Wasser-Pokémon. Saugen wir es auch aus. Ja klar. Ja. Lass mich raten, Steinhagel? Nee, wir sind zu. Wir sind schneller. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, fast das Level ab. Geowatz, das ist nicht unser Geowatz. Denn das kleine Kleinstein ist jetzt ein großes Geowatz. Es ist eigentlich sehr schade, dass man nicht zwischendurch mal wieder gegen diese Arena-Leiter kämpfen kann. Ne? Warum willst du nochmal gegen die kämpfen? Ja, wegen Level Up und so. Ja. Nette Angelegenheit. So, Bolt hat das ganz alleine hingekriegt. Chapeau. Das macht Bolt klasse. So, Iro. Ja, ich würde sagen, zurück. Aerodactyl. Ah, schon wieder Aerodactyl. Ich würde aber trotzdem sagen, Lapras, der will seine Rache. Also, beziehungsweise sie möchte ihre Rache. Die Rache des Lapras. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Wir versuchen es wieder mit Eisstrahlen, ne? Er setzt wieder Steinadler an. Wir kennen das Spiel. Wie immer. Und es hat 5 KP nur noch. Lass mich raten, zurückgeschreckt? Ja, natürlich. Ja! Natürlich ist es! Natürlich, Aero. Wir kennen das Spiel. Ja. Es setzt jetzt aber Eisenschweif ein, Urplatz. Wow! So, jetzt ist natürlich die große kritische Frage. Machen wir jetzt wieder. Eisstrahl. Gut. Das wird nicht reichen. Gut, Steinhagel. Außer er setzt einen Critical Hit. Nein, auch nicht. Dann, wenn wir treffen, ist es down. Es ist nicht. Okay. Ich bin mal gefroren. Top-Trank? Ja, ja. Ja, Aerodactyl, ein neues Pokémon, das definitiv uns komplett aus dem Socken haut. Schon wieder Steinhagel. So, wieder tranken. Entscheide er selbst. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten natürlich auch wechseln. Nö. Schade.
So, aber diesmal haben wir jetzt auch Geobats zur Auswahl noch, ne? Und dann? Donnerschlag oder klappt das nicht? Ja, doch, mach Donnerschlag, ja. Weil ich weiß nicht, wegen dem Gesteinstypen, weißt du? Doch, ich hatte gerade nachgeguckt, weil ich halt dachte, Eis ist... Eis war mal und da hatte ich gerade diese G. Er hat auch eine Elektroschwäche. Ja, aber er macht der Leben. Ja, überleben wir. Ist halt kein Step drauf. Ist halt nur Gesteinsflug-Pokémon. Guck, so hätten wir da Aerodactyl vorher gesehen. Wir haben Rocco besiegt. Nice. Ich wusste ja schon, dass du einiges auf dem Kasten hast, aber das haut mich total aus den Socken. Ja, unser Kasten war ja halt auch nicht leer. Mein Traum, Pokémon-Züchter zu werden, muss ich wohl etwas zurückstellen. Jetzt sollte ich erstmal härter trainieren, um nächstes Mal gegen dich zu gewinnen. Es wäre mir eine Ehre, wenn du jeden Tag gegen mich antreten würdest. Ja, tendenziell, wenn ihr das Spiel habt, könnt ihr tendenziell jeden Tag gegen ihn antreten, wenn ihr Bock habt. Every day, every night. Jo, nein, nur every day. Nicht every night. Das ist ja auch irgendwann vorbei, weißt du? Das ist ja schön. Aber tendenziell könnt ihr jedes Mal gegen ihn antreten. Das ist eine schöne Geschichte, damit du das Spiel halt jetzt nicht immer nur dieselben Gegner besiegen musst. Ne? Auch unterschiedliche Gegner. So, ich will jetzt dieses Item noch haben. Das doch steht die Trainerin nicht da im Weg? Ach nee, das ist Busch, okay. Ja, das ist eine Kapsel. Ja, wow, okay. Dann ist es nicht so schlimm, dass man es übersieht. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Die Oma. Die Oma. Willst du mit der sprechen oder was? Wer weiß, was die zu sagen hat. Was hast du eigentlich zu erzählen? Ach ja, stimmt. Was? Team Rocket ist auf dem Mondberg? Ich telefoniere gerade. Stör mich nicht. Team Rocket ist weg. Schönen guten Tag. Jo. Damit haben wir den ersten von 8 besiegt. Ja. Yippie-yay. So. Gehen wir gleich zur nächsten? Würde ich sagen. Da oben ist Pummeluff-Trainerin. Meistertrainerin Pummeluff. Pummel! Genau. Das ist bestimmt ein Gesangsbattle. Pummeluff! Guck, komm noch hier irgendwie. Hier, ne? Flui hat dich sehr lieb. Ich wusste es schon immer. Ey, ja, ich hab's sehr lieb. Immer. So. Das ist genau das, was ich machen werde, wenn wir uns. Ich werde dann auch auf deinen Arm krabbeln und dich so. Mein Arm bricht zusammen dann! Es ist nicht zu fassen. So, Spiel rüttelt ganz schön. Liegt daran, dass hier so viele Trainer jetzt rumgeistern. Und das ist der Rosana-Trainer, Trainerin. Ja, und Geowatz trainiert noch ein bisschen. Schneller und schneller und schneller! Ich werde Usain Bolt überholen. Ja, ich werde der neue Usain Bolt. So, und hier ist die Arena. Ich soll jetzt nicht mit allen quatschen, ne? Also nee, warum willst du mit den allen quatschen? Das ist der gleiche Quatsch, den sie vorher gesagt haben. Okay. Ja, Bolt würde ich mal sagen auf 1. Ne, der hat das schon das letzte Mal gepumpt. Oder sagen wir, guten Tag. Ich habe die Gerüchte gehört. Man sagt, du bist, dass du und dieser Junge Team Rocket erledigt hat und ihr um den Titel kämpfen wollt. Ja, machen wir. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, noch einmal mit dir zu kämpfen. Jetzt, wo du so stark geworden bist. Ein Nein akzeptiere ich nicht, hörst du? Hey Lady, also nein! Nein, wir kämpfen nicht. Ja, wir gehen mal, ne? Ich hol schon mal das Stück Kuchen. Das Stück Kuchen. Enzo! Könnte böseartig werden, im schlimmsten Fall. Komm, wir gucken mal. Oder Evoli-Power. Nee, erstmal ohne Evoli-Power. Wir machen nachher Evo-Crasher. Oh oh, Eisstrahl. Was ging daneben? Wegen Nutzenbot. Ja. Wollen wir das Risiko nochmal machen? Ja, ich denke mal nicht, dass es uns one-shotten sollte, weil es ist ja kein Step drauf. Okay, Eisstrahl.
Würde mich jetzt wundern, wenn das besiegen sollte. Nö, ist nicht. Und wir saugen es aus. Schlürf. Apropos Schlürf. Es gibt ja dieses komische neue Gesetz da, wo die Leute keine Strohhalme mehr verkaufen dürfen. So wie sie wir sie kennen. Sie sollen jetzt nachhaltige Strohhalme werden, ne? Was ist das Bambus und so. Quana. Aber bei den Fastfood-Restaurantketten hat man immer noch solche stinknormalen Strohhalme. Ja. Aquana ist irre langsam. Ich hab immer auf meinem privaten Stand bei Pokémon Schild auch Aquana. Das ist so dermaßen langsam. Unfassbar. Kommt nicht aus der Botte. Ja, ungefähr. Es hat enorm viele KP und alles gut, alles schön, aber es kommt einfach nicht aus dem Quark. Es ist einfach grausam. Kannst du maximal eine Flinkklaue geben? Ja. So. Es setzt weiter Blizzard ein. Das tut weh. Boah. Aber wir sind eh ja schneller. Deswegen sollten wir es eigentlich besiegen. Außer es setzt Ruckzucki ein. Oh. Jetzt ehrlich. Noch gejammert über die Schnelligkeit des Aquanas, ne? Oder sowas. So. Jetzt die Frage, Fassade oder? Ja. Es sollte reichen, ja nötig. Okay. Machen wir nochmal Fassade. Dann können wir gleich Evoli noch drin lassen und können wir den Evo Crasher hinterher setzen. Ja, wir müssen aber mal gucken, gegen wen wir da antreten hier. Geowatz Level 55. Garados! Hm. Willst du Risiko machen und auf Jo. Geowatz? Okay. Machen wir. Wir haben ja noch den Crasher vor sich Zeit. Ich würde gerne schon den Crasher für Starmie aufbewahren. Ja. Weil Starmie kommt nicht in den Kopf. So, dann machen wir den Dönerschlag. Er setzt Kaskade ein. Das wird werden aber nicht so extrem böse, weil wir ja noch einen Elektro-Drin haben. Das kann hingegen ganz böse für Garados enden. So ein Donnerschlag, das tut weh. Vielfache Effektivität. So, jetzt kommt Starmie. Ich würde mal sagen, wieder zurückwechseln. Und dann mit volle Pulle in seinen Diamant oder Rubin oder Saphir, was auch immer das heißt. Jo. Und dann setzen wir den Crasher ein. Hydro-Pumpe ging daneben. Haben wir mal Glück gehabt. So, Evo Crasher! Und Kabam. So läuft das. So läuft das, es ist noch ein Volltreffer. Ich finde es immer noch schade, dass es bei Schild und Schwert nicht die in Evo crashen kann. Ja, wäre geil gewesen, ne? Ja. So. Yugong. Könnte man mit auch den Doppelt machen. Das war eher meine Taktik, gerade zu überlegen, so von wegen eher den Doppelten und dann... Das dauert aber ein bisschen, ne? Dreimal müssen wir hin. Ja, dreimal. Kaskade geht daneben. Das mal so also noch nicht, wie viel Kaskade abzieht, aber ich denke mal nicht, dass er mit einem Two-Hit KO. Ich denke mal, Two-Hit braucht. Ja, Kaskade. Sollte ihn jetzt nicht One-Shot. Wenig. Ja, okay, dann ist alles gut. Dann ist vorbei. Doppelter und das war's. Ende Gelände. Mit dem Doppelten geht's. Na klar! Ja. Der Volltreffer kam ein bisschen zu spät. Ja. So, Lapras erreicht Level 52. Und wir haben Misty besiegt. Nice. Ich bin mit meiner Strategie ganz schön baden gegangen. Ja, das bist du. Ich hab verloren. Ich gehe lieber ein bisschen schwimmen, um auf andere Gedanken zu kommen. Nächstes Mal verliere ich bestimmt nicht. Aber nicht absaufen!
überleg mal, es gäbe noch, es gäbe jetzt hier schon die Liga-Karten. Das wäre schon krass. Aber wir dürfen jetzt auch nicht zu viel erzählen von einem Spiel, was eigentlich nach diesem Spiel kommt. Weißt du? Der Dompteur, ach ja, fantastische Attacken beibringen. Blubsauger haben wir auch noch hier. Naja, das sind ja die ganzen komischen anderen Attacken, ne? Speisbomben. Ja. Das brauchen wir nicht. So, was hast du da hinten zu erzählen? Zwei Arten von Attacken hast du. Weil vielleicht kann es ja auch sein, dass wir hier irgendjemanden übersehen haben, der irgendwas noch hat. Was weiß ich. Wir hatten doch alle mit allen gequatscht. Wir hatten doch die Stadt schon mal erkundet. Okay, alles wird gut. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Weißt du? Okay. Der Florian hat sich so sehr aufgeregt, dass wir müssen in der nächsten Folge erst weitermachen. Ne? Nicht heute, genau. Weil das ist sonst Bluthochdruck und so. Also. Bluthochdruck. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir alle uns ein bisschen entspannt haben. Ciao. Ciao.